Und damit herzlich willkommen zum neuesten Testcheck, der sich ganz um Final Fantasy VII drehen wird. Dem Aushängeschild für die äußerst erfolgreiche und ebenso traditionsreiche Final Fantasy Reihe. Schließlich führt es nicht ohne Grund schon seit Jahren so einige Best-of-Ranglisten mancher Rollenspielveteranen an. Dementsprechend zeigen wir hier euch, warum dieses Japano-Rollenspiel etwas so Besonderes ist. Aber zuerst noch eine schicksalhafte Begegnung. Kommen wir zunächst zur Handlung des Spiels. Ein Weltkonzern namens Shinra beutet den Planeten mit Hilfe seiner Makoreaktoren aus. Diese produzieren die sogenannte Makoenergie, die den Menschen zwar ein komfortables Leben beschert, aber den Planeten dadurch sterben lässt. Eine kleine Splittergruppe namens Avalanche versucht das in der Hauptstadt Midgard zu unterbinden. Allerdings nur zum Anfang des Spiels hin, denn schon später kommt die Gruppe etwas viel Größerem auf die Spur. Hier seien mal als Stichwörter Sephiroth und Genova genannt. Hauptcharakter des Spiels ist der entfernt an einen gelben Kaktus erinnernde Ex-Supersoldat Cloud Strife, der sich zu Beginn Avalanche anschließt. Dieser stellt, genauso wie die restlichen Charaktere, eine von der Charakterzeichnung her wahre Meisterleistung dar. Seien es Protagonisten oder Antagonisten. Sie sind herrlich gut gelungen, insbesondere eben auch Cloud, der trotz aller Kälte und Pessimismus auf eine gewisse Art und Weise immer sympathisch bleibt. Auch sind die Charaktere das eigentliche Herzstück, obwohl die Story selbst eine der tiefgründigsten Geschichten erzählt, die es je in einem Spiel zu bewundern gab. Dabei wird alles drumherum sehr spannend in Szene gesetzt. Seine schicke, aber auch rar gesäte Cutscenes wie diese hier, sehr spannende Dialoge, trotz fehlender Synchro, oder die sehr seltenen, aber dementsprechend auch grandiosen Flashbacks von Cloud. Das Spiel geizt nicht mit storytechnischen Spielereien. Aber was gibt es denn abseits der Story? Nun ja, man kann sich in den Städten entspannen und ihrer Musik lauschen. Man kann ab und an mal shoppen gehen, um sich mit Tränken und neuen Waffen einzudecken. Man kann sich aber auch in einem Gästehaus ausruhen, wenn die Charaktere erschöpft sind. Oder auf der Weltkarte sein Unwesen treiben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Und zack, per Zufallskampf kommen wir auch schon zum Kampfsystem. Wie bei Japano-Rollenspielen üblich, findet das Geschehen auf einem separaten Kampfbildschirm statt. Da macht Final Fantasy VII keine Ausnahme. Allerdings kommt hier das Active Time Battle System zum Tragen, das Fans schon aus den Vorgängern kennen. Wer seinen Blick in die rechte untere Ecke des Bildschirms zwängt, kann erkennen, dass sich stetig eine Leiste füllt. Das ist die sogenannte Zeitleiste, die man beim Kämpfen immer im Auge behalten sollte. Wenn diese gefüllt ist, darf man nämlich eine Aktion starten, sei das jetzt ein mächtiger Zauberspruch, ein normaler Angriff oder eine besondere Fertigkeit. Das entscheidet der Spieler selbst. Das Besondere hierbei: während man sich seine Aktion aus dem entsprechenden Kampfmenü unten aussucht, läuft das Spiel in Echtzeit weiter. Dies hat zur Folge, dass man sich mit dem Auswählen beeilen sollte, da es passieren könnte, dass man ein oder zwei Schläge vom Gegner mehr kassiert als eigentlich nötig. Aufmerksame Zuschauer können neben der Zeitleiste noch einen weiteren Balken ausfindig machen. Das ist die Limitleiste, die sich immer nur dann füllt, wenn die Charaktere Schaden erleiden.
Wenn diese voll ist, kann man verheerende Limit-Attacken ausführen, die in 4 Stärkestufen unterteilt sind. Diese Angriffe halten die Balance konstant, denn wer etwa viel Schaden einsteckt, kann mit einer dieser Limit-Attacken den Kampf noch wenden und trotz geringer Lebenspunkteanzahl den Gegner bezwingen. Es ist die Mischung aus Rundentaktik und Echtzeitdruck, die die Kämpfe bis heute so gut spielbar machen lässt. Grafisch mehr als angestaubt, machen die Fights gegen allerlei Gegner bis heute noch eine Menge Spaß. Auch schiebt man dezent ein wenig Abwechslung unter die Kämpfe. Hier kämpfen wir etwa gerade gegen Geister, die nach jedem unserer Angriffe wieder verschwinden. Da heißt es abwarten, bis die Gegner erneut auftauchen, um nicht nur die Luft aufzuwirbeln. Die Entwickler waren beim Entwickeln wohl ziemlich gut drauf, denn auch abseits der Kämpfe bietet man reichlich Abwechslung. So darf man sich etwa darauf freuen, die Teammitglieder hin und her zu schicken, um ungesehen an Wachen vorbeizukommen. Wer sich schon immer mal dem Wintersport hingeben wollte, kann dies auch innerhalb eines Minispiels in Final Fantasy VII tun. Kniebeugen um die Wette machen? Das auch noch gegen einen Wrestler? Für Cloud und den Spieler kein Problem. Das macht man mit Links. Wem das noch nicht genug ist, bekommt sogar die Möglichkeit, sich in einem Strategiespiel zu beweisen. Mehr Abwechslung geht nicht. Nachdem wir jetzt so positiv über das Spiel berichtet haben, drängt sich da natürlicherweise eine Frage auf. Hat das Spiel denn irgendwelche Makel? Ja, das hat es, um sie einmal in den Worten eines Westeuropäers zu formulieren. Sein größter Fehler ist es, ein Japano-Rollenspiel zu sein. Speichern innerhalb von Städten und Dungeons ist nur an Speicherpunkten möglich, die Gegner sind nie sichtbar, das Spiel setzt voll auf Zufallskämpfe. Auch ist die Grafik nicht mehr wirklich atemberaubend und die Dialoge sind nicht vertont. Es sind wahrlich nur Kleinigkeiten, die JRPG-Veteranen getrost ausblenden, aber Japano-Anfängern den Einstieg erschweren. Und jetzt noch das Fazit. Final Fantasy VII hat sich den Ruf als eines der besten Spiele aller Zeiten redlich verdient. Die tiefgängige Story weckt ganz große Emotionen, das taktische Kampfsystem unterhält prächtig und die breit gefächerte Abwechslung hält den Spieler unglaublich lange bei Laune. Um euch zu zeigen, was für ein Kracher Final Fantasy VII ist, schließen wir das Video auch mit einem Kracher ab.